Können Enkel eine Halbwaisenrente bekommen, wenn sie beim Großopa aufgezogen worden sind und dieser stirbt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Dortmunder Sozialgericht hatte 2006 in diesem Fall zu urteilen. Und zwar ging es darum, dass ein Enkelkind von seinem Großopa großgezogen wurde. Hintergrund war die leibliche Mutter und hatte einen Freund und hatte das Kind bekommen, war selber erst 15 Jahre alt und war nicht bereit, ihr eigenes Kind großzuziehen. Und hat der Großvater das Enkelkind aufgenommen, hat es mit Kleidung, mit Essen und so weiter versorgt, auch mit eigenen Möbeln und hat es wie das eigene Kind aufgezogen. Als der Großvater verstarb, hat die leibliche Mutter des Enkelkindes, weil sie selber auch in finanziellen Schwierigkeiten war, hier die Halbwaisenrente beantragt. Die Deutsche Rentenversicherung hat den Antrag nicht stattgegeben und daraufhin kam es dann zu einem Gerichtsverfahren vor dem Dortmunder Sozialgericht und die Dortmunder Sozialrichter gaben der Antragstellerin recht. Denn der Großvater hat das Kind, also sein Enkelkind, quasi wie ein eigenes Kind großgezogen. Es war in seinem eigenen Hausstand. Seine leiblichen Eltern, Mutter und der Vater, waren nicht in der Lage, ihr eigenes Kind großzuziehen. Und deshalb wurde dem Großvater die Rechtsstellung eines leiblichen Vaters eingeräumt. Aktenzeichen zu diesem Fall ist S15R155 aus 2006. Näheres zum Thema Halbwaisenrente finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche.